Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das einfache Handling und die Selektion in ClickSense Desktop. Ich starte ClickSense Desktop und bekomme gleich meinen Anmeldebildschirm, wo ich meine Daten schon hinterlegt habe und starte direkt mit dem Hub. Im Hub finde ich meine gesamten Applikationen, die ich jemals erstellt oder die mir zugewiesen wurden über den Server. Ich wähle mir eine dieser Applikationen, in diesem Fall das Filialcockpit, aus. Und stehe dann bei meinen Arbeitsblättern. Die Arbeitsblätter zeigen mir an, wie ich meine Informationen strukturiert habe. Das kann ich ganz beliebig so einstellen, wie ich das möchte. Über den Server werden diese natürlich zentral verteilt. Ich kann sie mir dann duplizieren und weiter bearbeiten. Wenn ich in ein Dashboard mal reingehe, dann sehe ich dort meine entsprechenden Informationen. Hier habe ich das aufgestellt nach Warengruppen. Wir sehen hier zwei Filialen, eine aus München und eine aus Nürnberg. Im linken Bereich haben wir den Standard-Selektionsbereich, wobei hier oben der Selektionsbalken das anzeigt, was wir ausgewählt haben. Unsere gesamten Selektionen bezogen auf ein jeweiliges Feld. Damit ich aber nicht immer wieder hier reinspringen muss, ist es ganz einfach, mit Klick einfach auf die Datensätze zu klicken. Und dann selektiere ich das. Sie sehen, hier oben verändert sich dann dementsprechend die ausgewählte, der ausgewählte Selektionsbereich. Und je mehr ich draufklicke, desto mehr verändern sich dementsprechend die Balken. Ich möchte das aber jetzt nicht so haben, sondern möchte einen ganz bestimmten Bereich selektieren. Kann ich natürlich auch machen. Habe den hier fest selektiert und kann damit machen, was ich möchte. Natürlich kann ich hier auch an dieser Stelle dann umschalten zwischen den Bons. Die Menge, das ist das, was ich mir vordefiniert habe. Klick macht vor allen Dingen aus, dass nicht nur selektierte, sondern auch nicht selektierte Daten gesondert dargestellt werden. Wir haben hier im linken Bereich drei Warengruppenebenen. Einmal die Hauptwarengruppe, die Oberwarengruppe und dann die untergeordnete Warengruppe. Wie das zusammengestellt ist, entspricht immer den Rohdaten, die kommen. Wenn ich jetzt aber hier in den Bereich Hund klicke, dann sehe ich, dass der Hund grün, die Warengruppe Hund grün selektiert ist. Ich sehe aber darüber hinaus, dass hier auch noch hellgraue Warengruppen drin sind. Das sind Warengruppen, die ich alternativ selektieren kann. In der Oberwarengruppe sehe ich aber, dass ich zum Beispiel drei Oberwarengruppen in weiß habe. Das heißt, diese ganzen Gruppen, alles was weiß ist, zählt noch zur Warengruppe Hund. Das heißt, das könnte ich auch noch selektieren. Wenn ich das einmal selektiere, dann sehe ich, dass ich die anderen beiden Bereiche nicht selektiert habe. Ich kann aber, da ich oben die Hauptwarengruppe Hund selektiert habe, kann ich im Bereich Katzenzubehör nichts weiter selektieren. Ich habe das jetzt zwar angeklickt, aber die Daten fallen hier nicht rein. Sie würden erst dann reinfallen, wenn ich die Katze auch noch auswähle. Wenn ich die aber deselektiere, sind auch alle meine anderen Selektionen weg. Was bedeutet das für Sie? Klick zeigt Ihnen nicht nur das an, was ich selektiert habe, also nur mein Datenpool, der mir noch zur Verfügung steht, wie es bei Standard Reporting gang und gäbe ist, sondern es zeigt mir auch an, was ich alternativ noch auswählen könnte und was ich nicht ausgewählt habe. Damit sehe ich auch die Informationen, die rechts und links von meiner Blickrichtung liegen und die mir im Moment so nicht ins Auge fallen würden. Es hilft mir dann dementsprechend viel besser, die Zusammenhänge zu erkennen und eventuell ausgelassene Warengruppen, wie in diesem Fall, mit einzubeziehen. Das ist eigentlich eines der großen Highlights in Klick. Zudem ist es natürlich so, dass wir nicht immer nur in diesen Bereichen, die wir uns als Selektions- oder Filterbereiche definiert haben, bewegen müssen, sondern wir können in egal welchem Diagramm mit der Shift-Taste gedrückt zum Beispiel bestimmte Bereiche ausgewählt lassen. Wenn ich die Steuerungstaste drücke und woanders drauf klicke, erstellt er mir eine komplett andere Selektion. Oder wenn ich zum Beispiel in einem dieser Bereiche bin, kann ich hier reingehen und mir einen bestimmten Datenbereich auswählen. Gehe hier rein, sehe dann nur entsprechend meine Informationen und habe auch diese dann dementsprechend in meiner Selektionsleiste markiert. Da ich ja noch andere Bereiche habe oder andere Arbeitsblätter habe, kann ich mal tatsächlich auf die Basisdaten gehen. In diesem Fall haben wir ja zwei Filialen und keine Rechnungen im klassischen Sinne, sondern Bons. Wir sehen aber, dass oben die Selektionsleiste nach wie vor bestehen bleibt und ich kann dementsprechend gucken, für diese Warengruppen, die ich mir da ausgewählt habe, auf dem ersten Dashboard, wie verändern sich oder wie verhalten sich hier meine Umsätze im Bar, Gutschein oder per EC. Somit bin ich jederzeit immer auf Basis meiner Selektion, bewege ich mich immer auf Basis meiner Selektion, habe aber immer wieder auch die Möglichkeit, diese zu verändern. Das sind auch eigentlich schon alle Punkte, die Sie zur Selektion wissen müssen. Einfacher geht es nicht.
Für alle, die sich jetzt noch fragen, warum das so flüssig ging und wie viele Daten dahinter stecken, ich gehe hier oben noch einmal in mein Datenmanagement rein und zeige mir das Datenmodell an. Hier bekomme ich meine gesamten Strukturen, die hinter dieser ganzen Information liegen, gezeigt. Ich gehe da ein bisschen mehr rein, dass Sie da auch ein bisschen was sehen können von. Und da ich weiß, dass ich hier meine Bon-Position drin habe, schaue ich mir das einmal an. Ich kann einen ersten Blick auf die Daten werfen und sehe hier, dass ich 1,7 Millionen Bon-Positionen habe. Die Bons selber kommen mit 313.000 Bons hier an. Vielleicht noch kurz als Information, hier lagen 91.000 Artikel zugrunde und bei den Kunden hatten wir 11.000 Kunden. Sie können dieses Datenvolumen ja mit Ihren Datenmengen vergleichen und wie schnell es bei Ihnen geht. Testen Sie doch einfach mal Click. Vielleicht ist nicht nur die Datenverarbeitung, sondern auch die Analysegeschwindigkeit Ihrer Mitarbeiter höher. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Schauen Sie auch bei unseren anderen Videos vorbei.